Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 12. Mai und ich mache hier jetzt gerade die Beete fertig. Da wo Tomaten, Paprika, Auberginen hinkommen sollen, Gurken, die Kürbisse kommen auch noch dahin. Und ganz da hinten der Folientunnel, den habe ich noch gar nicht mit angefangen. Für die Melonen, also Zucker- und Honigmelonen, ist ja alles etwas jetzt mit dem Wetter sehr unbeständig, also jetzt scheint gerade die Sonne, dann gibt es wieder Regenschauer, dann müssen wir wieder unterbrechen. Und ich kann jetzt auch, ich wollte jetzt eigentlich schon die Südländer raus, teilweise stehen die hier auch schon im Gewächshaus. Aber das mache ich dann, wenn es soweit ist, werde ich das Ende bis nächster Woche machen, je nachdem wie sich das Wetter noch entwickelt. Im Moment ist mir das wirklich zu unbeständig und auch zu stürmisch, das will ich denen jetzt gar nicht so zumuten. Obwohl die ganze Zeit schon draußen standen bei mir auf dem Balkon, also die sind schon abgehärtet auch, aber trotzdem, ich wollte jetzt ja eigentlich hier zu meinen gefiederten Mitbewohnern kommen. Waren jetzt die Kohlmeisen, die sind jetzt schon draußen. Das habe ich letzte Woche gefilmt, jetzt sind die schon draußen. Die sind vor 2 Tagen, sind die ausgeflogen. Das waren jetzt die Blaumeisen, auch die sind vor 2 Tagen, die sind zeitgleich, waren die weg. Ich habe die noch gesehen, da hatte ich noch überlegt, mache ich noch ein Filmchen. Da guckten sie schon von oben raus, dann hat es aber so geregnet, das hat keinen Sinn gemacht. Und am nächsten Tag waren sie weg. Spurlos verschwunden, jetzt sind die weg. Aber es tut sich auch einiges an der Vogeltränke.
Also man sieht, es lohnt sich doch, so eine Vogeltrecke aufzustellen. Das war jetzt der Grünfink, das Rotkehlchen, die Krähe, mit denen habe ich im Moment keinen Vertrag. Ich habe hier 12 Sonnenblumen an den Zaun gesetzt, davon leben noch 2. Überall, wo man was hinsetzt, gehen die dran, knicken das ab. Neugierig sind die einfach. Die wollen nichts Besonderes, die gucken nur mal, was ist da passiert. Man muss das so unauffällig wie möglich machen. Ganz heimlich, nicht dunkle Erde hinmachen, dass sie also gar nicht bemerken, dass was los ist. Aber die sitzen hier immer auf den Bäumen und beobachten das sehr genau. Besonders dann, wenn ich irgendwo Pheramol hinstreue, das sehen die sofort. Die fressen das nämlich. Das ist ja auch nicht giftig für die. Also das kann ich eigentlich nirgends hin machen. Deswegen kann ich die Schnecken damit im Prinzip nicht bekämpfen. Außer ich mache so einen Drahtkorb drum, mache den richtig fest und mache da dann das Pheramol rein. Dann geht das eventuell noch. Ansonsten fressen die das auf und gehen dann auch an die Pflanze. Wenn das um so eine Pflanze liegt, dann hacken die da auch rum. Wie gesagt, an Erbsen bei mir waren sie auch. Ja, so Alufolie, so diese ganzen Sachen, das wirkt eine Zeit lang. Aber Krähen sind schlau, die merken schon sehr bald, dass das alles nur Attrappen sind. Dann war ja noch was, das ist zwar jetzt kein gefiederter Mitbewohner, aber hier war auch noch mal jemand, auch an der Vogeltränke. Das Eichhörnchen. Das freut mich auch, dass das da trinkt. Im Moment ist ja nicht so viel los, weil es eh überall Pfützen gibt und auch nass genug ist. Aber für Trockenzeiten ist so eine Vogeltränke schon was Feines. So, das war's für heute. Und das nächste Mal sind dann meine ganzen Südländer dran. Wir sind jetzt die kleinen Meier.